an dem Namen denken kann, werden beide Kettensägenkiller überarbeitet, ja, kriegen neue Add-ons und die Sägen werden angepasst. Die können überhitzen. Lol, ist die instant hier. Ja, die können wohl überhitzen, die Sägen, oder so, wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Also beim Billy läuft die irgendwann heiß und dann ist die 15 Sekunden Cooldown. Und beim Bubba, der hat dann irgendwie 3 Ladungen an der Kettensäge. Und kann das auch abbrechen. Also, der macht ja sonst immer diesen Wutanfall, wenn er voll aufgeladen ist. Den kann er jetzt wohl in der Mitte dann auch abbrechen. Könnte eventuell für den Bubba, hab ich gerade Billy gesagt? Ich meine natürlich hier den, ne, Texas Chainsaw Massacre Killer. Ich weiß nicht, ob das für den jetzt gut oder schlecht ist. Muss man dann sehen. Ah, das ist bestimmt auf dem PTB jetzt online, denke ich mal. Ha, habe ich keine Zeit für. Ja, eventuell gucken wir mal die Tage rein. Da bin ich aber mal gespannt drauf. Also der Billy, wie gesagt, kriegt einen Cooldown auf seine Kettensäge. Die fängt auch an zu glühen. Ja, der hat dann auch irgendwie 3 Ladungen oder so. Und wenn die alle 3 verbraucht sind, dann ist die Kettensäge erstmal down. Ja, ob das den Billy jetzt schwächer macht, weiß ich nicht. Muss man dann gucken, wenn es live ist. Oder halt auf dem PTB ist. Ja, irgendwie dann neue Add-ons kriegen sie dazu. Die Perks von denen werden noch ein bisschen überarbeitet. Ich weiß gar nicht, bei Bubba Franklins Niedergang, da verschwinden die Items dann, wenn die nicht wieder aufgehoben werden. Die bleiben dann, ich glaube, auf Stufe 3 60 Sekunden liegen und dann despawnen die einfach. Ja, ist okay. Ich als Taschenlampenzerstörer feiere das dann natürlich. Ich spiele übrigens gerade das erste Mal hier die Survivorin. Das ist die, die mit dem Death Slinger ins Spiel kam. Ich kenne nicht mal ihren Namen, Sarina oder Karina oder ich weiß es nicht. Carlotta. Die Perk-Kombination da war irgendwie. Welche waren das? Das Telefon da unten. Und ich glaube, das obere von Ash ist das. Die haben irgendwie ganz gut zusammengepasst. Deswegen habe ich das mal mitgenommen. Ich habe aber keine Ahnung mehr. Ich glaube, wenn ich abgehakt werde. LOL! Die sind alle hier. Oh. Ja gut, ich muss Blutpunkte sammeln, daher. Oh, das könnte. Nee, das. Die hängt auf und geht dann instant dahin. Ja. Oh, das ist böse. Das ist bitter. Ja, der ist tot. Ah, verdammt. Er ist dahin. Ich geh mal hinterher und heil ihn. Oh, ich sehe auch die Krone. Geh weg von der Krone, Opa. Das ist meine. Du Wichser! Jetzt muss ich die neu suchen. Hör auf dich zu bewegen, Opa. Für das Volk! Lol. Stimmt, das war das. Jetzt hab ich sie. Ah. Okay, das hätte ich anders einsetzen müssen. Ich wollte gerade wissen, da ist die Krone. Das könnte bitter sein. Nein, die ist. Oh. Die ist nicht despawned. Mann, bin ich doof. Aber ich kann mich jetzt nicht selber heilen, ne? Aber irgendwie hat das mit einem. Oder nee. Nee, das waren die anderen beiden Perks, die zusammengespielt haben. Hm. Ich sollte vielleicht, bevor ich eine Runde starte, nochmal lesen. Ich habe die zwar heute erst ausgerüstet, weil ich sie heute erst angefangen habe zu leveln. Das ist auch ein bisschen laggy, das Spiel, ne?
Ja, minimal, minimal. Ich weiß gar nicht, ob das im Alter! Im Stream gerade auch so auffällt, aber der Fähigkeitencheck ist leicht laggy. Und dazu kommt noch das Wiegenleech. Boah, Alter, ich bin weg. Ja, voll verkackt. La 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 la. Ah, gute Anna. Das Ding ist, die wird zurückkommen. Und er ist auch schon halb tot. Ah, der hing auch schon das zweite Mal jetzt, ne? Okay. Ich kann jetzt. Ach, sie ist hier. Ja moin, jetzt laufen wir hier alle Entenmarsch oder was? Das ist Totem. Ich mach das Totem weg. Oder auch nicht. Na gut. Ja, wir hängen das erste Mal, das ist nicht so wild. Ich hab wieder so eine Kartoffeln als Partner, ne? Er ist ja wieder super. Geliehene Zeit. Nice. Ich gehe jetzt das Totem kaputt machen. Ah, die hat auch noch Nervenkitzel der Jagd. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie herkommt. Ich glaube, das war der Nervenkitzel. Ja. Ich glaube, punktetechnisch sollte ich genug für die Archivaufgabe haben. Ja, das Problem ist, ich muss entkommen, damit ich diese scheiß Krone behalte. Also ich darf noch mal hängen, ich glaube die anderen nicht. Gelbes Medikit for the win. Ja, das Ding ist Nervenkitzel. Nervenkitzel. Das Wiegenlied, das haut glaube ich hart rein jetzt. Ah, da kommen keine Sounds mehr. Also, ich weiß nicht, ob die da auch irgendwas geändert haben dran, aber mir kommt das so vor, als wenn das Wiegenlied schwerer geworden ist. Ich verkack deutlich mehr Fähigkeiten-Checks mittlerweile. Durch dieses, der Sound ist versetzt oder gar kein Sound mehr. Wobei ich gar keinen Sound mehr leichter finde, als wenn der Sound versetzt ist. In meinem Fall aber auch schwierig, weil ich oft nebenbei aufs Handy gucke. Wenn ich mir auf Handy irgendwie nebenbei spiele. Naja, da ist aber kein. Da ist kein Wiegenlied mehr drauf. Ich glaube, wir haben das Wiegenlied zerstört. Das ist Nervenkürzel der Jagd, der noch aktiv ist. Ah, ne, sie lebt doch noch. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt die Luke finde, dann
Das schaffen wir sonst nicht mehr. Muss ich mal ein bisschen an mich denken. Ist die Luke überhaupt schon gespawnt, ist die Frage, ne? Ja, die dürfte noch nicht gespawnt sein, das heißt. Ja, da kam eine Axt, ne? Die beobachtet sie, oder? Das war knapp. Ja, das ist jetzt wieder so ein Glücksspiel mit der Luke, ne? LOL! Was war das denn für ein Wurf? Na gut, ich hab's nicht gesehen, aber. Ja, jetzt häng mich doch auf! Was? Wollt ihr mir jetzt sagen, ich soll nicht wiggeln? Sucht ihr die Luke und schenkt sie mir? Ich meine, gehe ich fit mit. Ja, ist jetzt nicht so, dass mich das nicht mich das stören würde. Ja, hier war ich schon, hier ist die Luke nicht. Man müsste halt Survivor auch so mit dem Kopf wackeln. Netter Killer auf jeden Fall. Danke. Jetzt kann ich den nächsten spielen, und zwar die Yui. Idee und Sex. Nice. Gab zwar keinen Pip, aber durch dieses ganze Survivor-Spielen und Archivaufgaben erfüllen. Woher? Why? Ach, why her? Cage? Ich hab halt am besten gespielt. Ja, deswegen hat er mir die Luke geschenkt. Nee, keine Ahnung. War Glück.